Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. In Folge 30 sind wir nun beim Berg Tsuru. Und dort müssen wir einen alten Bekannten befreien, nämlich Takuma-san. Takuma-san wird im Moment weit ab von uns festgehalten. Ungefähr da. Der Mann in Grün dort am roten Tisch ist Takuma-san, der ist ein Gefangener und soll laut Fürst Yabu den Berg nicht mehr verlassen. Das müssen wir nun verhindern. Wir sammeln ihn ein und gehen nach Hause, ne? Genau, ganz einfach, eine Folge easy. Easy peasy. Sehr gut. Wir haben dabei Mugen den Samurai und Aiko. Ich weiß nicht, was sie für ein Beruf ist. Aber wir hocken hier im Busch zusammen im Moment und gucken uns jetzt die Schriftrolle an. Wir lernen bestimmt was Neues. Bist du bereit, Alex? Ja. Niespulver. Durch Aikos Niespulver können Feinde für einige Sekunden nichts sehen. Im Bild sehen wir, wie das ausgeführt wird. Aha, wir werfen das also. Okay. Halte eine Taste gedrückt und wähle das Niespulver. Halte noch eine Taste, um zu zielen und drücke X, um es zu werfen. Also alles wie immer. Niesen reduziert die Sichtweite der Feinde, sie erholen sich nach einigen Sekunden. Aha. Aiko hat unbegrenzt Niespulver, experimentiere also ruhig herum. Bravo. Hä, das ist ja voll unrealistisch. Oh Gott, guck dir, wie weit sie, guck dir an, wie weit sie nie. Alter. Das ist ja richtig krass. Ja, mach ich, ne? Also das reicht ja schon, ich muss ihn gar nicht treffen. Und du kannst den einen abwerfen und den anderen dann in dem Moment killen, ne? Ja. Mit Mugen als Shadow-Taktik, ich sag dir das. Soll ich mal machen? Ja, mach das mal. Kriegst okay. Du Mugen im Gebüsch positioniert? Guck mal hier lang, ne? Achso, ich dachte an das andere Gebüsch unten. Ich weiß nicht, ob der da hin kann. Ich glaube, das schafft er nicht. Dann musst du ja den unteren ablenken, oder? Ja. Ich kann mal gucken, ob ich so weit komme. Das ist hier auch Gebüsch? Das ist auch Gebüsch noch, ja. Okay. Wenn du jetzt ganz an den Rand wirfst, ist er dann im roten Bereich? Ja, ja, easy. Reicht. Alles klar. Das geht. Okay, mit Mugen töte ich den und nehme den gleich mit, ne? Genau. Mal gucken, ob das geht. Du kannst ja das andere per Schattenmodus einfach aktivieren, dann brauchst du nicht zwischen den Charakteren hin und her schalten. Ja, also ich glaube, das hier aktiviere ich per Schattenmodus. Genau. Wie geht denn das nochmal mit Schattenmodus? Steuerkreuz nach oben aktiviert den Schattenmodus. Okay. Und dann machst du jetzt einfach die Aktion und auch das Werfen schon mal, also X. Und jetzt ist das da gespeichert und wenn du jetzt einmal Y drückst, dann wird das ausgeführt, egal welchen Charakter du gerade steuerst. Ah, sehr gut. Das machen wir so. Okay, ich sehe aber leider im Moment gar nicht, was da hinter dem Felsen ist. Mal gucken hier. Aha. Okay. Ich weiß nicht, welche Sicht hier am besten ist. Vielleicht diese hier. Tatsächlich. Ja, du musst ihn dann also irgendwie erledigen, aufsammeln und irgendwie wieder beiseite tragen, weil der andere sich ja relativ schnell erholen wird wahrscheinlich. Ja, das machen wir. Gut, dann los! Auf die Plätze, fertig, los! Ich speichere noch. Und los! Habe ich ihn ausgewählt? Ja. Und los! Oh. Perfekt. Okay, das muss ein bisschen... Ich war zu langsam, ne? Ich bin schneller geschlichen. Wahrscheinlich, ja. Entschuldigung. Nochmal. Na, ist gut. Wir müssen ja erstmal sehen, wie lange das Niespulver überhaupt hält. Ja, kann ich eigentlich auch testen, oder? Ja. Naja. Ah gut, haben wir ja jetzt gesehen. Nochmal. Geh schon mal aus der Hocke raus. Ja. Wie geht das? Mit B. Okay. Das geht's. Hm.
Und weg. Ja, das hat gereicht. Ganz locker. Er wundert sich vielleicht, warum sein Partner weg ist, aber scheint nicht so schlimm zu sein. Huch, nicht ins Gebüsch. Warte mal gucken, was der andere macht. Ich kann ihn nicht ins Gebüsch tun, weil das er mich dann sieht. Ah, okay. Stimmt. Ja. Aber ins Gebüsch oben kannst du ihn tun. Das ist noch hinterm Stein. Ja. Ja. Ach, das da oben. Oh ja. Okay, das war der erste. Jetzt kommt der zweite. Gut, das würde dann heißen, nochmal Niespulver. Und dann mit Yuki von hinten an ihn anschleichen. Ja, ich glaube, wir können einfach zu dem Gebüsch hin und dann ihn töten, ne? Ja, genau. Das machen wir mal alles mit ihr. Wird schon klappen. Auf die Plätze, fertig, los! Auf. Ah ja, jetzt wird dein Sichtbereich wieder größer. Mhm. Sehr schön. Aber jetzt bist du ja schon in Position, jetzt hat er ja schon verloren. Ja, hat er mehr oder weniger. Wir werden ihn mit einer Haarnadel. Oh, das hat wehgetan. Hervorragend. Der erste Weg ist schon mal frei. Timo, wie verfährst du weiter? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was für Wachen wir hier haben. Also, wir haben drei Wachen, sehe ich. Eine patrouillierende dort bei den Wagen. Dann eine sich unterhaltende links oben. Die erzählt gerade den Passanten da mit den Zivilisten, dass sie die Wagen mit ihrem Leben verteidigen müssen. Und wir haben eine sich nicht bewegende Wache stationär dort mit dem Hütchen. Und die würde ich mir zuerst vornehmen. Sonst passiert da wahrscheinlich gar nichts. Dann wollen wir mal. Ich spiele einfach mal die neue Charaktere, ne? Ja. Büschen. Der da oben sich unterhält, das ist auch ein Offizier, oder? Der hat diese Flagge auf dem Rücken. Ja, das kann sein. Tatsache, ja. Ich weiß nicht, was das in dieser Mission zu bedeuten hat. Guck mal, da ist noch einer. Alter, der guckt hier sogar her, oder? Ja, aber der kann nicht durch das Gebüsch gucken. Okay. Haben wir irgendwo eine Ranke? Nee. Kommen wir irgendwie anders hoch als durch über diesen Weg? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, die Sakeflasche bringt auch nichts. Dann machen wir uns mal auf den Weg hier. So, jetzt kommt gerade der andere Typ wahrscheinlich gleich zurück. Ja. Jetzt kannst du wahrscheinlich los, oder? Ja. Und zack! Das hat super gut geklappt. Das ist doch locker nochmal speichern wert, genau. So, was mit dem Sombrero da oben jetzt? Ihm hier? Müssen wir den irgendwie beachten, oder? Na, der bewacht die beiden Ranken hier. Wir könnten theoretisch hier über die Mauer. Naja. Aber wie wird man den los? Na, schwierig. Niespulver vielleicht, von hinter dem Stein. Niespulver auf ihn werfen und dann die Ranke hochklettern, dann muss man ihn gar nicht loswerden. Ja, wahrscheinlich. Kannst du ja mal ausprobieren, wenn du willst. Könnte ich mal machen. Soll ich mal machen? Wir müssen ja nicht wieder irgendwie auf Biegen und Brechen jeden Wachmann irgendwie erledigen. Wir können das ja mal versuchen. Wer weiß, die können wahrscheinlich gar nicht so viel dafür. Ja, stimmt. Die armen Jungs haben auch nur tun auch nur ihren Job. Genau. Und dann hier jetzt einmal nach oben laufen, so im Schnellschritt. Das funktioniert bestimmt. Wenn der Strohhut gerade nicht herguckt, dann kannst du einmal so durchflitzen, dann bist du auch schnell genug und stehst hinter dem Stein oben. Okay. Oder? Genau. Perfekt. Und hier bist du doch safe. Und wenn du von hier das Niespulver wirfst, oder nicht, dann klappt das. Irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob der uns sieht da, der Patrouillierende. Also jetzt zum Beispiel guckt er gerade. Jetzt würde er dich wahrscheinlich sehen. Jetzt wieder nicht mehr. Ja, aber er muss auch durch die Büsche durchgucken, also. Ja, stimmt. Wir sind mal optimistisch. Mal speichern einfach. Ja, perfekt. Ah, du kannst dich über den Stein werfen. Mist. Vielleicht noch ein Stück näher rangehen.
Also noch ein Stück nach unten? Ja. Aber speichern wir nochmal vorher. Ja, so, das reicht schon. Reicht das? Ist grün gerade, also geht's. Und durchlaufen. Hat gepasst noch ganz knapp. Sind die Rot schon aktiviert? Ja. Oh ja, hat doch nicht gepasst. Geht dann nicht. Ich glaube, geduckt musst du das machen, weil das... Also das eingeschränkte Sichtfenster ist so, als ob das alles Gebüsch wäre. Ah. Also sah zumindest so aus. Aber geduckt müsstest du trotzdem genug Zeit haben, denke ich, oder? Aber jetzt ist er gerade erst am Niesen. Ah, okay. Sonata no utsukushiki ushiro sugata ni kokoro torawale. Ugoku koto mo mama naranu de shou. Zählt der Samurai da wieder. Na gut. Ein bisschen seltsam, aber naja. Geschichten, ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie Alex hier weiterspielt. Unser Ziel ist ja im Moment, uns zu verkleiden. Und wir haben da zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hier so entlang zu der Verkleidung. Da gibt es eine Frau, die sieht uns sehr ähnlich und wir könnten uns so verkleiden wie sie. Oder wir gehen hier unten hin und stehlen einen Wäschekorb, die dort enthaltene Kleidung. Naja, und es ist ja ganz klar, was wir machen. Genau, von daher, wenn ihr sehen wollt, was das ist, schaut rein in die nächste Folge. Genau, gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Tschüss.